Ich will mir jetzt mehr Zeit für Stille und Gebet nehmen, sagte mir eine Jugendliche in den vergangenen Tagen. Das hat sie entschieden am Ende von Besinnungstagen bei den Franziskanern in Bubing. Einen ähnlichen Beschluss haben auch andere jugendliche Teilnehmer dieser Tage getroffen. Meines Erachtens hat die Jugendliche damit etwas von echter Lebenskunst entdeckt, nämlich sich nicht nur auf diese Welt zu konzentrieren, sondern nach dem Ausschau zu halten, was über das Sichtbare hinaus liegt. Und ich denke, das ist besonders gut möglich in Zeiten der Stille und des Gebets. Ich möchte mir genügend Zeit dafür nehmen, nicht nur damit etwas Größeres in mein Leben hereinkommt, sondern ich bin überzeugt, dass Gott selber die Begegnung mit mir sucht. Das sagt er mir in den Worten Jesu, denn ich glaube, was Jesus sagt, das sind Worte, die von Gott kommen. Worte, die mir sagen, dass Gott selber es mag, wenn ich mich ihm zuwende. Ich denke da an das Johannesevangelium. Da wird berichtet, dass Jesus der Auferstandene Petrus fragt: Simon Petrus, liebst du mich?